Tausch, warte! Kannst du glauben, sind die Geschichten von Ringel, sie sind so wunderbar. Abenteuer hat er uns zu berichten, hört gut her, sie sind alle wahr. Ringel und Hörnchen, Molly und Ähnchen machen viel Mist auf der Raluva. Gefährlich und herrlich, das ist ein Spaß für jedermann. Gibt es ein Geheimnis zu entdecken, dann ist Ringel sogleich dabei. Oh, Schwarze! Auch ein Hindernis kann ihn nicht erschrecken. Ringel ist unser Sonnenschein. Siehst du seine Augen aufblitzen, fällt ihm wieder was Neues ein. Ringel hat den Schalken Nacken sitzen, er kann ihm da schon böse sein. Ringel und Hörnchen, Molly und Ähnchen machen wir Mist auf der Alufarm. Gefährlich und herrlich, das ist ein Spaß für jedermann. Oh, warte! Unsere Freunde sind am Träumen von Abenteuern, die sind famos. Sie ziehen aus, um nichts zu versäumen. Oh, bei unseren Freunden ist immer was los. Was für ein Krach! Paul! Peter! Oh, entschuldige bitte, Opa. Wir wollten dich nicht aufwecken. Wir sind jetzt doch leise. Wenn ihr... die Gitarre stimmt, geht's besser. Die Gitarre stimmt? Ihr glaubt doch nicht etwa, dass man auf einer ungestimmten Gitarre... Rock'n'Roll spielen kann, Jungs. Schon besser. Hey, ihr zwei, und jetzt lasst die Wände wackeln. Unglaublich, Opa hat mal Rock'n'Roll gespielt. Starke Sache. Ich hab schon Rock'n'Roll gespielt, da bin ich noch mit der Trommel um den Weihnachtsbaum gerannt. Oder dachtet ihr, Rockmusik gibt es erst seit eurer Generation? Damals hatte ich sogar eine eigene Band. Du hattest eine Band? Habt ihr so richtig vor Leuten gespielt? Und hattet ihr viele Fans? Jungs, das war Rock'n'Roll mit allem Drum und Dran. Als ich ein Jungschwein war, auf dem Raluhof, da fing alles mit einem eher mäßigen Musikstück an. Wundervoll. Nicht wahr, mein Lieber? Oh ja, ganz ohne Frage. Das war wunderschön. Nein, ganz und gar nicht. Aber natürlich war es schön, Ringel. Von mir aus, wenn du es sagst. Baba. Oh, vielen Dank, Ringel. Schon gut. Ich muss los. Angie und Hörnchen warten schon auf mich. Nicht so hastig, junger Mann. Du musst Molly heute mal zum Geigenunterricht bringen. Was, heute? Aber es ist doch Samstag. Du bringst sie hin und wartest so lange, bis der Unterricht bei Miss Nanny beendet ist. Und dann bringst du sie wieder nach Hause. Och, das ist gemein. Viel Spaß, ihr beiden. Ich darf heute in die Schule gehen. Ich darf heute in die Schule gehen. Ich darf heute mit meinem großen Bruder in die Schule gehen. Ist das nicht schön? Ja, wunderschön. Wow, 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 wow. Was ist das? Was es auch ist, es klingt scheußlich. Ganz und gar unangenehm. Es würde jemand verhungern oder verletzt sein. Auf jeden Fall kann es nicht gut für eine Schafherde sein. Das könnte eine Panik auslösen. Ganz ruhig, meine Herde. Keine Panik. Lauft um euer Leben! Man kann euch nicht kriegen, wenn ihr zickzack lauft! Zickzack, 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 zickzack. Bleibt stehen, ihr Erdkreatur.
Noch heute fliegen wir zum Mars zurück. Wenn ihr nicht in friedlicher Mission kommt, werde ich euch erstarren lassen. Und zwar mit meinem Superkraft-Schaumschlägerstrahler. Komm her, Erdling. Du auch, Molly. Das hier könnte mein Strahler sein. Nein, Molly, das geht nicht. Das ist deine Geige. Außerdem muss ich dich jetzt zum Unterricht bringen. Am Samstag? Also, da würde ich mich doch lieber zum Mars schießen lassen, als an einem Samstag zur Schule zu gehen. Ja, ich auch. Aber unsere Mutter hat gesagt, ich muss sie hinbringen. Wir werden heute dir zu Ehren ganz besonders wild spielen, Commander Ringel. Mögest du wohlbehalten und gesund von deiner außerordentlichen Mission zurückkehren. Sieh mal da, Hörnchen, außerirdische Schlammfresser. Auf sie mit Gebrüll! Na komm, Molly. Und eins und zwei und eins und zwei. Das machst du sehr, sehr gut, Molly. Und immer schön das Tempo halten. Ja, gut so. Du machst das wirklich wunderbar. Oh, tut mir leid, ich wollte das nicht. Das war aus Versehen. Ich habe bloß den Knopf gedrückt und... das war keine Absicht. Bitte beruhige dich, Ringel. Es ist alles in Ordnung. Ja, das war nur ein bisschen laut. Kein Wunder, das war Rock'n'Roll. Rock'n'Roll? Was ist das? Das, meine Lieben, ist der letzte Schrei. Hört gut zu. Early in the morning, gotta hear my songs. I put them on a record machine. That heartbeating rhythm grabs me by my soul, knocks me to my knees. I pick up my guitar and hit a crazy beat. I tear through every chord. That rock and roll music shoots me to the moon. I still gotta get me some more. Ausch, warte! Das ist ja unglaublich! Von wem ist die tolle Musik? Na, dieser Künstler heißt Clark Cochran. Er ist mit Leib und Seele Rock'n'Roller. Je, wenn ich doch auch nur so toll spielen könnte. Was spricht dagegen, Ringel? Diese Noten sind nicht besonders schwer, würde ich sagen. Also, wenn du sowas gerne möchtest, dann bringe ich dir bei, wie man sowas spielt. Wirklich? Das wäre Knorke. Und was ist mit meinem Unterricht, Miss Nanny? Du hast recht, Kleines. Jetzt ist natürlich erstmal deine Unterrichtsstunde dran. Und wenn du fertig bist, dann ist dein Bruder Ringel an der Reihe. Also gut. Bis gleich. Und das, meine kleinen Racker, war der Beginn einer großen Leidenschaft. In meinen kühnsten Träumen hätte ich nie daran gedacht, dass ich samstags in die Schule gehen würde. Und das jeden Samstag. Du hast dein Schwesterchen vergessen, Ringel. Na komm, zack, zack in die Schule. Nicht so schnell, Ringel, sonst kann ich nicht spielen. Du hättest zu Hause üben sollen, wie ich's gemacht hab. Und jetzt beeil dich, sonst kommen wir nie an. Was? Willst du damit sagen, dass Ringel gerne am Samstag in die Schule geht? Unser alter Piratenkumpel Ringel dackelt jetzt schon seit 4 Wochen jeden Samstag freiwillig in die Schule. Furchtbar. Also, ich denke, es ist an der Zeit, herauszukriegen, was da wirklich gespielt wird. Hört ihr das? Da ist wieder das schaffressende Ding. Was sollen wir jetzt machen? Ich kann euch genau sagen, was wir jetzt machen. Gut, dass ihr mich gefragt habt. Wir müssen uns vorbereiten, vor allem für den Fall, dass dieses Ding uns nicht nur erschrecken will, sondern Lust auf einen wolligen Mitternachtssnack hat. Zuerst mal müssen wir rauskriegen, was für ein Ding das überhaupt ist. Nehmen wir an, es ist ein Löwe. Bäh. Verstehe. Fussel möchte wissen, was ein Löwe ist. Wer von euch kann diese Frage beantworten? Sieht aus, als wüsste es niemand. Ich meine, außer mir. Wenn ich's euch nicht sage, werdet ihr's nie erfahren. Ihr müsst euch ein gigantisches, schaffressendes Eichhörnchen vorstellen. Bäh! Bäh!
Nehmen wir mal an, ich wäre das Eichhörnchen. Was würdet ihr dann tun? Wisst ihr, wenn ich das Eichhörnchen wäre und nach Nüssen suchen würde, würdet ihr jetzt in Schwierigkeiten stecken. Eine Musik, die Ringel da spielt, Entje. Ich habe keine Ahnung, aber ich konnte stundenlang zuhören. Und sieh mal, was er mit mir macht. Oh, borstiger Ochsenschwanz. Das geht einem ja durch den ganzen Körper. Das war ganz wundervoll. Das musst du unbedingt auf unserem Schulkonzert nächste Woche zeigen. Meinen Sie, ich kann das? Ich bin mir ganz sicher. Oh, Schwarte. Ich kann's wirklich. Ich kann so spielen wie Clark Cochran. Na, noch nicht ganz. Aber du hast schon eine Menge gelernt und du kannst es schon sehr gut, Ringel. So, und jetzt geh ein bisschen an die frische Luft. Ich unterrichte inzwischen deine kleine Schwester. Ja, danke, Miss Nanny. Komisch. Warum erschrickst du dich vor deinen Freunden, Ringel? Also ehrlich, das ist keine nette Art, mit seinen besten Freunden umzugehen. Aber ich habe euch doch gesagt, dass ich jeden Samstag hierher komme. Denkt ihr etwa, ich habe geflunkert? Ach was, darum geht's doch gar nicht, Ringel. Wir reden von dieser Wahnsinnsmusik. Warum hast du uns nichts von dieser verrückten Musik erzählt? Das nennt man Rock'n'Roll. Das ist der letzte Schrei. Meine Freunde teilten meine Leidenschaft mit mir. Sie waren genau wie ich geradezu magisch vom Rock'n'Roll angezogen. Wir wollten unbedingt unsere erste eigene Band gründen, die Ralu Rockers. Muy bien. Na bitte und fertig. Es ist das erste Mal, dass ich ein Schlagzeug baue. Und, gefällt es dir, mein Sohn? Oh, Papo, Papo, maravilloso. Das klingt toll, Entje. Tja, dann schmeißt mal den Riemen auf die Orgel, Leute. Es ist Zeit für Rock'n'Roll! Und los geht's. Ich fange an zu spielen. Ihr hängt euch an den Rhythmus und steigt ein, wenn's geht, ja? Schlecht. Ich mag diese Musik. Naja, das klingt noch nicht so, wie es klingen soll. Ah, borstiger Ochsenschwanz. Was soll's? Einen Augenblick lang hat's doch schon ganz gut geklungen, findet ihr nicht? Ja, du hast recht. Wir brauchen etwas mehr Übung, das ist alles. Im Handumdrehen werden wir genauso spielen können wie Clark Cochran persönlich. Aber Clark Cochran gibt's doch schon, Kinder. Wollt ihr nicht lieber die Ralu Rockers sein? Ja, das klingt gut. Die Ralu Rockers. Die Ralu Rockers. Jetzt hatten wir eine richtige Band. Aber ich hatte große Ziele. In dieser Zeit habe ich geübt wie ein Wilder. Es gab nur eins für mich. Doch ich hätte vielleicht lieber meinen Mund halten sollen. Wuhu! Die Ralu Rockers sind ein Wahnsinnschocker. Die Ralu Rockers spielen auf dem Schulkonzert. Macht euch auf was gefasst, Leute. Ja, ja. An diesem Samstagabend geht die Post ab. Da lassen wir die Puppen tanzen. Und zwar die Ente und das Rindvieh auch. Na, 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 na.
Kommen Sie auch am Samstag zum Schulkonzert? Ich spiele da mit meiner Band. Wir werden wie Clark Cochran sein. Ringel, ich bin sicher, du könntest alles schaffen, was du dir vorgenommen hast. Zum Beispiel auch deine Hausaufgaben. Wir haben wie verrückt geübt und es klingt wirklich unglaublich toll. Hörnchen ist ein klasse Schlagzeuger und Entje zupft einen spitzen Bass. Und ich klinge schon fast wie Clark Cochran. Oh, das ist ja wundervoll, Ringel. Ich bin sehr stolz auf dich, dass du jeden Tag so fleißig übst, mein Junge. Danke, Mutti. Warte, bis du uns Samstag hörst. Ach, diese Gitarre scheint ihm ja richtig ans Herz gewachsen zu sein. Wer ist Clark Cochran, hä? Ich freute mich wie ein Schneekönig auf dieses Schulkonzert. Ich hätte die ganze Welt umarmen können. Doch dann hatte ich den ersten Blickkontakt mit meinem Publikum. Meine Sicherheit verschwand wie Staub im Wind und ich fühlte mich wie ein hypnotisiertes Kaninchen. Ausch, warte! Es ist rammeldicke voll! Die halbe Stadt ist da! Was dachtest du denn? Du hast doch allen Bescheid gesagt. Ja, aber... Aber was? Was ist, wenn wir nicht so gut wie Clark Cochran sind? Was ist, wenn wir überhaupt nicht gut sind? Tja, du hast allen gesagt, dass wir die Besten sind. Das weiß mittlerweile jeder in der Stadt. Ach, du hättest nicht so viel angeben sollen, Ringel. Es wäre peinlich, wenn wir schlechter sind, als du uns angekündigt hast. Naja, ich weiß, wir sind gut. Aber ich weiß wirklich nicht, ob wir so gut wie Clark sind. Ach, herrje. Borstiger Ochsenschwanz. Augenblick mal. Ich weiß, wie wir genauso gut wie Clark Cochran sein können. Es ist soweit, ihr Ralu-Rockers. Ihr seid an der Reihe. Meine lieben Mitbürger, liebe Schüler, es ist mir ein außerordentliches Vergnügen, Ihnen die Ralu-Rockers zu präsentieren. Ruhe, jetzt spielt ihr! Ja, los, wir wollen euch selbst spielen hören! Guck, was du kannst! Ja, wir wollen dich spielen hören! Sie wollen, dass wir selber spielen? Und was machen wir jetzt? Ich bin sehr stolz darauf, dass du jeden Tag so fleißig übst. Ringel, ich bin sicher, du könntest alles schaffen, was du dir vorgenommen hast. Warum nennt ihr euch nicht die Ralu-Rockers? Jetzt macht schon, spielt endlich, zeigt's ihnen. 1, 2 und 1, 2, 3, 4. The Ralu-Rockers rock the local school. They've all come to hear us play. They're dancing and shaking swings out of control. We bop to the break of day. The noontime whistle at the schoolhouse blows, but we're still rocking on. Nobody eats lunch 'cause the band's still hot. We're cooking all day long. They come from
all around just to hear us play. Cause they know we're gonna be stars all day. We wanna rock, we wanna roll, we wanna rock all day. We wanna rock, we wanna roll, we wanna rock all day. Hey, das ist kein scharffressendes Ding. Das sind nur Kinder, die Musik machen. Komm, lass uns steppen, drehen, twisten und Doppeldrehung. Oh, das war eine glatte Bauchlandung. Na dann lasst uns tanzen, Leute. We wanna rock, we wanna roll, we wanna rock all day. Tja, Kinder, das war das beste Konzert der Ralu Rockers, das sie jemals gegeben haben. Oh nein, Opa, denn wir haben vor, die neuen Ralu Rockers zu werden. Ich spiele Schlagzeug. Ich spiele Bass, Opa spielt Gitarre und singt. Halt, nicht so hastig, nicht so hastig. Ich bin euer Opa. Ich soll in eurer Band spielen. Ich wette, Clark Cochran ist jetzt auch ein Opa. Zur Musik machen ist man niemals zu alt. Na schön, überredet. Ich bin dabei. Super, wir sind die Wilden Drei. Das geht ab. Sehr schön. Lasst mich mal überlegen, wie ging gleich nochmal der hübsche Song Roll Over Beethoven?